Und jetzt die wichtigste aller Fragen. Warum würde die amerikanische Regierung so etwas tun? Ich hoffe, Sie sitzen gut. Zunächst gibt es Larry Silverstein, der Mann, der das World Trade Center im Juli 2001 gepachtet hat. Nach dem 11. September forderte Silverstein 7,2 Milliarden Dollar von den Versicherungen, indem er jeden Flugzeugeinschlag als Einzelfall einforderte. Am 6. Dezember 2004 sprachen ihm die Richter 2,2 Milliarden Dollar zu. Als nächstes haben wir die Verkaufsoptionen auf Anteile von United Airlines, American Airlines und Boeing. Nach Berichten des San Francisco Chronicle blieben mehr als 2,5 Millionen Dollar uneingefordert. Nun zum 11. September selbst. Reuters berichtete, dass Conva, eine deutsche Computerfirma, in über 400 Fällen bei der Datenwiederherstellung von Firmen und Wirtschaftsprüfern aus New York mitgearbeitet hat, deren Festplatten in den Trümmern des World Trade Center gefunden worden waren. Conva rettete Daten von 32 verschiedenen Computern, die Hinweise auf Insiderhandel enthielten. Richard Wagner, ein Experte bei Conva. Es gibt den Verdacht, dass einige Leute Vorwissen über die ungefähre Zeit der Angriffe hatten, um Beträge, die im dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich waren, zu bewegen. Sie glaubten, dass die Spuren ihrer Transaktionen nicht verfolgt werden könnten. Nachdem der Prozess abgeschlossen war, übergab Conva die Ergebnisse dem FBI. Obwohl das FBI gesetzlich dazu verpflichtet ist, eine Untersuchung zu starten, haben sie bis heute nichts unternommen. Es geht weiter. Laut Wikipedia war das größte Goldlager der Welt direkt unter dem World Trade Center. 1993 wurde der Wert des Goldes auf 1 Milliarde Dollar geschätzt. Als das World Trade Center zerstört wurde, war die Menge des Goldes weit größer als im Jahre 1993. Das Gold wurde Ende 2001 vollständig wiedergefunden. War das tatsächlich so? Am 1. November 2001 berichtete Times Online, dass ein großer Teil des Goldes im Wrack des World Trade Center gefunden wurde. Bürgermeister Rudolph Giuliani verkündete, dass für mehr als 230 Millionen Dollar Gold am Ground Zero sichergestellt wurden. Aber die COMEX Metal Handelsabteilung lagerte Gold für die Bank von Nova Scotia, die Chase Manhattan Bank, die Bank von New York, Hongkong und Shanghai Banking im Gesamtwert von 950 Millionen Dollar. Und das ist nur eine Firma. Es gibt Gerüchte, dass Gold für über 160 Milliarden Dollar im World Trade Center gelagert wurden. Wo ist das ganze Gold? Erinnern Sie sich an das Gold, das im November 2001 gefunden wurde? Reuters berichtete, dass es im Laderaum eines LKW gefunden wurde, zusammen mit mehreren Autos in einem Anlieferungstunnel unter dem World Trade Center 5. Es gab dort keine Toten, die gefunden wurden. Als die Arbeiter näher an das Gold herankamen, begannen die Behörden, den Zugang zu Ground Zero zu beschränken, zusammen mit FBI und Geheimagenten. Ein Arbeiter, der vor dem Tunnel abgewiesen wurde, berichtete einem Reporter: Wenn ich versucht hätte, dort hinunterzukommen, hätten sie mich erschossen. Die Leute arbeiteten unter den aufmerksamen Blicken von mehr als 100 bewaffneten Beamten. Lassen Sie mich das klarstellen. Das Gold aus dem World Trade Center 4 wurde unter World Trade Center 5 in einem leeren LKW gefunden, zusammen mit ebenfalls verlassenen Begleitfahrzeugen. Ich bin sicher, dass die Insassen der Fahrzeuge vom Südturm wegliefen. Die Frage ist, warum wussten sie, dass sie von ihrer Beute weglaufen mussten, als die Feuerwehrleute im Südturm es noch nicht wussten? 167 Milliarden Dollar Gold. Nur 200 Millionen wurden gefunden. Und das ist nur das Geld. Nach dem 11. September hatte Präsident Bush die Macht, alles zu tun und zu sagen, was er wollte. Alles unter dem Vorwand des 11. September. Patriot Act. Die Heimatschutzbehörde. Afghanistan, Irak. Seit dem 11. September 2001, als das zu akzeptieren, was er ist. Eine Lüge, die tausende Menschenleben gekostet hat, nur um als Reaktion Hunderttausende von Menschen zu töten und Milliarden von Dollar zu verdienen. Sind Sie wütend? Sie sollten es sein.
Jeder Versuch, die Ereignisse zu untersuchen und die Wahrheit herauszufinden, wurde boykottiert. Man wurde lächerlich gemacht, wenn man es auch nur wagte, die offizielle Version zu hinterfragen, sowohl von der Regierung als auch von den Medien. Jimmy Walter, Sie haben fast $2 Millionen für eine Werbekampagne ausgegeben, um die Leute hier in New York City und anderswo zu überzeugen, dass der 11. September eine selbst zugefügte Wunde ist. Willkommen, Jimmy. Warum machen Sie das? Ich bin ein Patriot, der versucht, sein Land vor den wahren Terroristen zu schützen, die unser Land geschädigt und verändert haben. Ich stelle dieselben Fragen, die die Witwen, Waisen, Eltern und Freunde der Opfer des 11. September stellen. Die Fragen, die nicht beantwortet worden sind. Weder von der 11. September-Kommission oder von irgendeiner anderen Untersuchung des Massenmords von den 66% aller New Yorker verlangen, dass er aufgeklärt wird. Ich frage Sie, warum verstecken Sie sich vor uns? Was verstecken Sie vor uns? Und was muss passieren, bis die Menschen aufwachen und etwas dagegen tun? Amerika wurde entführt. Nicht von Al-Qaida, nicht von Osama bin Laden, sondern von einer Gruppe von Tyrannen. Bereit und gewillt, alles zu tun, um dieses Land im Würgegriff zu halten. Was also machen wir dagegen? Wir müssen andere an diesen Informationen teilhaben lassen. Freunde, Verwandte und auch Fremde. Veranstalten Sie Filmvorführungen, Konferenzen, alles, was in Ihrer Macht steht, um die Sache zu verbreiten. Jetzt liegt es an Ihnen. Stellen Sie Fragen. Fordern Sie Antworten.